Willkommen zu einem neuen super epischen Let's Play. Wir werden heute gemeinsam die komplette Story von Marvel's Avengers durchspielen. Ja Leute, es geht endlich los. Wir spielen Thor, Iron Man, Hulk, Captain America, Black Widow und Miss Marvel und später vielleicht auch noch viele andere Charaktere, denn das Spiel soll ja auf jeden Fall vollgepumpt werden mit bekannten Marvel-Helden und Schurken. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel und ihr da draußen könnt natürlich wieder mal etwas gewinnen. Und zwar die Collector's Edition. Ja, ich habe nämlich die Collector's Edition auch privat vorbestellt. Ich habe sie ja einmal direkt von Square Enix bekommen, aber ich habe sie auch privat vorgestellt. Die sollte in ein, zwei Tagen bei mir sein. Ihr habt die Chance, das Ding zu gewinnen. Dafür brauche ich eure Adresse. Halt, stopp! Bitte die Adresse nicht in die Kommentare schreiben. Ansonsten bitte auch keine persönlichen Daten in die Kommentare schreiben. Ihr sollt einfach nur eine Bewertung dalassen und einen Kommentar mit eurem Discord-Namen. Denn das Ganze läuft dann über PN im Discord, damit auch niemand an eure Daten rankommt. Aber euch muss klar sein, ich brauche sie, um euch eben dann später die Collector's Edition zu schicken. Gut, ihr habt 10 Tage Zeit und jetzt starten wir. Also bewerten, kommentieren, auf geht's! Wir erleben es immer häufiger. Mächtige Menschen, die nach unten treten. Aber die Avengers waren anders. Daran habe ich fest geglaubt. Ich denke, das alles ist aus einem guten Grund passiert. Vielleicht habe ich darauf immer gewartet. Vielleicht bin ich endlich Teil von etwas Größerem. Abu, siehst du? Wurde auch Zeit. Oh, diese Sitze sind vielleicht unbequem. Sie ist wunderschön. Wieso heißt sie Golden Gate Bridge, wenn sie gar nicht aus Gold ist? So viele andere Kids. Und bestimmt sind ihre Geschichten alle super. Wettbewerb ist etwas, das uns stark macht. Und wenn Ihnen meine Geschichte nicht gefällt? Wenn sie nicht reinpasst? Sie muss perfekt sein, weißt du? Bei deiner Geburt, da meinte dein Bruder, du hättest coole Augen. Was? Aber für mich waren sie das absolut Schönste, was ich jemals gesehen hatte. Wir sind alle einzigartig, Kamala. Du solltest stolz darauf sein, wer du bist. Ich hab dich lieb, Abu. Und ich dich noch mehr. Und ich bin sicher, du wirst das hier gewinnen. Oh, stell dir das mal vor. Und der Preis für die beste Fanfiction geht an die Avengers gegen die fiesen Kanalechsen von Kamala Khan. Und das Publikum rastet aus. So gefällt mir das. Aber du weißt, was zählt. Sieg oder nicht? Oh, ein guter Mensch sein ist wichtig. Oh, Peter, gut ist nicht, was du bist. Gut ist das, was du tust. Das ist mein Mädchen. Leute, wir nähern uns den Avengers West Coast Headquarters zur Linken und landen in Kürze auf der Chimera. Komm, Abu, schnell! Schon gut, schon gut. Immer mit der Ruhe. Okay, man merkt schon, okay, der Anfang. Holen wir mein Abzeichen. Fanfiction-Wettbewerb, ich komme. Ist komplett anders als wir in der Beta. Avengers Day. Alle VIPs und Fanfiction-Finalisten sowie ihre Verwandten müssen sich am Anmeldeschalter registrieren. Im Namen der Avengers und Shield wünschen wir einen wunderbaren Tag. Und ich finde irgendwie, die Grafik ist ein bisschen besser, weil es nicht mehr so grisselig ist, nicht mehr so schmierig. Also das haben sie auf jeden Fall besser gemacht. Besonders die Partikel wirken jetzt deutlich, deutlicher. Davor war alles irgendwie bei mir auf der PlayStation Pro sehr, sehr schmierig. Aber hier läuft es richtig gut.
Das sieht gut aus. Wow. Oh, wie geil ist das? Okay, wir können auch in den Fotomodus. Können hier direkt ein paar Fotos machen. Ey, Tor hier drüben sieht ja bombengeil aus, oder? Das gefällt mir richtig gut. Wow. Hulk. Zum Glück bist du nur eine Statue. Iron Man. Willkommen zum Avengers Day. Hallo Finalistin, wie heißt du denn? Kamala Khan. Und das ist mein Dad. Yusuf. Die Khans, sehr schön. Du solltest an unserer Comic-Schnitzeljagd teilnehmen. Sammle alle 5, dann darfst du auf den VIP-Balkon. Sobald du alle hast, scanne dein Handy am Aufzug und los geht's. Viel Spaß. Hast du noch nicht genug Comics? Aber der VIP-Balkon, da muss ich hin. Ziemlich cool, aber ich will sie auch in echt sehen. Okay, wir sollen Comics sammeln. Kann man jemals genügend Comics haben? Ich glaube nicht. Also, was haben wir hier? Taktikbewusstsein. Drücke Pfeil nach oben, um das Taktikbewusstsein zu aktivieren und Zielmarkierung anzuzeigen. Alles klar, Chef. Ah, und jetzt sehen wir das hier. Ach ja, Bewegungsschärfe kann man nicht ausstellen in Optionen, zumindest hier auf der PlayStation. Am PC kann es natürlich anders sein. Ey, was können wir hier alles machen? Die roten Ziele, nicht die grünen. Nicht die grünen, denn die grünen sind gut. Für den Sieg. Kein Problem. Okay, okay, okay. Kann mir die Munition ausgehen? Nicht die grünen treffen. Aim ist ein bisschen schwammig, aber geht's. Mann, kommt irgendwie rein. Was wollen wir? 150 Punkte. Black Widow Simulator. So, wir haben sie. Oder waren es 250 Punkte? Geschafft! Nicht schlecht, Kamala. Gar nicht schlecht. Und dieser Comic gehört jetzt mir. Okay, wir brauchen unbedingt im echten Leben Avengers Land. Okay, ich habe einen der Comics. Jetzt die anderen. Ich meine, wie geil wäre das, wenn es sowas wirklich gäbe? Okay, vielleicht gibt's sowas in Disneyland. Ich war noch nie in Disneyland. Captain America und die Avengers? Kampf der Superhelden? Wow! Hulk zerstören! Hulk Smash! Gut, gehen wir mal ran. Also dann, es geht los. Die Kleine ist hochmotiviert. Die Kleine ist wirklich hochmotiviert. Ja! Kamala, stark wie Hulk! Kamala gewinnen Comic. Comic gut. Ja, Nummer 2. Okay, warte mal. Also hier waren wir jetzt drin. Hier haben wir alles durch. Boah, kennt ihr das? Das spiele ich so gerne, aber leider ist das ja manipuliert. Wenn ich noch mehr Plüschfiguren anschleppe. Leider ist das ja manipuliert, aber ich habe schon das ein oder andere rausgezogen. Was ich richtig gerne mache, ist Schießen. Weil Schießen ist halt nicht manipuliert oder nicht so hart manipuliert. Da gibt es auch so einige Tricks, aber wenn du was gewinnen willst, wenn du einen Preis gewinnen willst, setze nicht auf Ruppellose oder auf den Kran, setze einfach auf Schießen. Ich habe bei Hulk zerstören gewonnen. Mit deinen dünnen Armen, dann sollte ich dich besser nicht ärgern. Nein, solltest du nicht. Oh, kann ich mir hier ein bisschen Popcorn holen? Oh, anscheinend nicht. Ist irgendwas davon fettarm? Ist irgendwas davon fettarm? Alter, das ist ein Würstchen, Dad. Die sind fettig. Ach, Mist. Bist du okay? Nein, ich hab diesen Comic schon. Ich brauch noch den mit Captain America für mein Set. Warte mal. Tauschen wir, wenn du Doppelte hast? Ja, klar. Cool. Bis später. Okay, er will Captain America. Moment, wo? Hier drüben. Was kriegen wir hier? Iron Man? Meine Güte! Repulsorhandschuhe! Ich muss einen anprobieren! Oh, Mann! Oh, das ist so cool! Ah, welche Abscheulichkeit ist das? Wow. Ah, Verzeihung. Du bist sehr klein und kaum zu sehen.
Doch du musst vor einem Sohn Odins nicht erzittern. Obgleich ich den Impuls verstehe. Wie heißt du? Kamala Khan. Aha. Und was ist das Ding da an deiner Hand? Oh, das ist ein hochdichter Mionenstrahl. Mark III Repulsor-Handschuh. Tony Starks erste Liebe. Bei Odins Bart. Fast so respekteinflößend wie der Mann selbst, hm? Oh, du bist witzig. Ja, das bin ich. Sieh her, eine wahre Waffe, die keiner Verbesserung bedarf. Oh, wow. Wer auch immer diesen Hammer hält und er oder sie seiner würdig ist, wird die Macht Thors besitzen. In der Tat. Der Unterschied zwischen Starks Firlefanz und göttlicher Macht. Ja, schon. Aber irgendwo muss jeder Held doch anfangen, oder? Ja. Ja, natürlich. Du bist sehr weise für deine jungen Jahre. Danke. Du aber auch. Kamala Khan. Ich werde mir deinen Namen merken. Unfassbar! Ich hab den Gott des Donners getroffen! Absoluter Hammer! Comics, Preis, konzentrier dich! Wisst ihr, was ich mir gerade gedacht habe? Was wäre, wenn Thor hier volle Kanne reinzimmert, ne? Umgeben von Menschen und die Blitze fliegen durch die Luft und er killt einfach so zwei, drei und lacht halt so, hahaha, ich bin Thor, ach naja. Ist so ein bisschen wie in der Serie The Boys. Ach, naja, es sind halt ein paar gestorben. Aber hahaha, ich bin Thor. Hat Tony sich jemals Gedanken über seine Helmfrisur macht? Einfach alle Haare abrasieren. Schon brauchst du dir keine Gedanken mehr zu machen. Keine Ahnung, wie Tony jedes Mal aus dem Helm so elegant rausgleiten kann. Gehst du auch mal zum Friseur? Sie sind gut so. Kein Friseur. Niemals. Niemals. An meine Haare kommt kein Friseur ran. Thors Haare dürfen nicht von Sterblichen berührt werden. Außer beim Liebesakt. Abu lässt mich nie den Pilotenschein machen. Aber es wäre so cool, sowas zu fliegen. Denk nicht mal daran. Aber Dad, Carol Danvers war auch Pilotin. Und wie oft wurde sie abgeschossen? Na schön. Ja, aber hey. So cool. Die Welt gehört den Mutigen, Dad. Dad, ich hab gerade Thor getroffen. Ist er in Wirklichkeit auch so groß? Größer. Ich dachte, du holst Eis für uns. Du warst lang weg. Es ist geschmolzen. Du hast es gegessen? Wer trödelt, verliert. Dann nehme ich jemand anderen mit auf den VIP-Balkon. Sehr witzig. Wir treffen uns am Terrigenstand, wenn du fertig bist. Du schuldest mir noch ein Eis, Abu. Es ist geschmolzen in seinem Magen. Chimera. Das ist ein interessanter Name. Griechische Mythologie. Die Chimäre vereinte die mächtigsten Eigenschaften mehrerer Kreaturen. Und sie sah aus wie eine Ziegenfrau, aber das haben sie nicht übernommen. Ein riesiges Ziegenmannschiff. Ich würde es fliegen. Ich würde es fliegen, Freunde. Okay, was haben wir hier? Oh nein, nichts mehr übrig. Der Schild, den Cap im Zweiten Weltkrieg Hitler ins Gesicht geschlagen hat. Ist das cool? Du stehst im Weg. Oh, Entschuldigung. Zu viele Pseudo-Fans bei dem Wettbewerb. Wir könnten uns auch auf die normalen Plätze setzen. Wie kommt ihr darauf, Plätze dass ich kein echter Fan bin? Das ist der VIP-Balkon, Abu. Das wird fantastisch. Glaubst du echt, die Avengers lesen deine kleine Story? Okay, okay, ich bin hier, falls du mich brauchst. Wenn der Mob und die Presse und die ganze Welt dir sagt, verschwinde, dann schlägst du Wurzeln wie ein Baum neben dem Fluss der Wahrheit und du sagst nein. Ihr verschwindet. Was? Wer hat das gesagt? Echte Fans wüssten das. Ja, von mir aus. Hauen wir ab. Okay, eben gerade war irgendwie alles ein bisschen verbuggt, aber Alter, die Kleine gibt jedem, ha? Huh? Also Na die toll. Ist garantiert nicht Keine auf den Comics Mund mehr. Gefallen.
Also, wenn du mich fragst, ich fand das gerade ziemlich mutig von dir. Danke. Ich nehme an, du bist ein Captain Marvel-Fan. Sie ist im All, aber hätte dich bestimmt gern kennengelernt. Aber du bist Captain America. Ich bin Kamala. Kamala Khan. 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 In deiner Geschichte geht's um diese Kanalbiester. Die Kanalechsen, ja. Ja, ja. Die hat Thor richtig gut gefallen. Er hat erzählt, sie hatten in Asgard wirklich mal Kanalechsen. Ihr habt meine Geschichte gelesen? Jede, die eingereicht wurde. Das ist so cool. Hey Cap, wir müssen auf die Bühne. Taunton wird langsam nervös. Hast du Thor gesehen? Er müsste doch längst da sein. Ich hab ihn gesehen. Also vorhin, er war drüben am Starkstand. Aber da ist er wahrscheinlich nicht mehr. Ich hab gesehen, wie er wegging. Wer ist die Kleine? Ned, darf ich dir eine unserer Teilnehmerinnen vorstellen? Das ist Kamala Khan. In puncto fiese Kanalechsen ist sie Expertin. Oh, ja genau. Hey, der Trick, den du mich da abziehen lässt mit dem Gullideckel, der ist ziemlich cool. Oh, ja, aber gegen die Sache mit dir und Madame Hydra war das doch absolut gar nichts. Das war echt Wahnsinn. wir sollten zur Bühne. Na klar. Hat mich gefreut, Kamala. Wir sehen uns, Kleine. Wir sehen uns. Das war Captain America und Black Widow. Ich sterbe. Ganz ehrlich, wenn ich Captain America und Black Widow treffen würde, würde ich wahrscheinlich auch schreien wie ein kleines Mädchen. Also wenn es die wirklich geben würde. Obwohl, ich würde auch für Chris Evans schreien wie ein kleines Mädchen. Ich bin ehrlich. Mode der 40er. Etwas albern. Aber cool. Und ja, historisch korrekt. Captain America hat sein Schild in die Fresse von Hitler reingeprügelt. So war das damals. Vibranium. Wow. Gut, also, wir haben jetzt dieses Comic. Jetzt fehlen noch andere. Ob wir noch Hulk treffen? Wahrscheinlich eher Bruce, oder? Wollt ihr es mal versuchen? Moment mal, hier ist D. Was können wir hier tun? Kann ich's versuchen? Los, probier's. Komm schon. Ja, easy. Easy. Würdig ist schon ziemlich gut. Hier ist dein Comic. Oh, danke. Fast geschafft. VIP-Balkon, ich komme. Gut, Kleiner. Es fehlt aber immer noch eins. Okay, hier dürfen wir durch. What? Wo gehen wir jetzt hin? Sie klaut einfach eins. Clever, cool, die Kleine. Noch mehr Comics. Einfach eins mopsen. Das sind diese Wissenschaftler aus dem Fernsehen. Kerrigan war für die Menschen. Kein Spielzeug für Milliardäre. Das gilt immer noch. Sie müssen sich bloß auf das Wesentliche konzentrieren. Unsere Arbeit wird die Welt verändern, George. Ich kenne sie und weiß, dass sie den Prunk nicht mögen, aber es wird sich lohnen. Er will Kontrolle und Profit. Das lassen wir nicht zu. Das ist ihr Moment. Mit Starks Geld und ihrem Verstand werden sie der Held all dieser Menschen sein. Sehen sie nicht, wie nah wir dran sind? Da steckst du. Bruce. Du warst heute Morgen auf einmal weg? Es gibt immer was zu tun. Ja, ich weiß. Was ist los? Nichts. Naja, bloß eine Kleinigkeit. Wir erhalten ziemlich merkwürdige Werte vom Reaktor. George, womöglich hatten Sie recht. Wir sind vielleicht ein wenig voreilig damit an die Öffentlichkeit gegangen. Was meinen Sie? Können wir die Berechnung vielleicht doch noch einmal durchgehen? Oh, ja, natürlich. Danke, tut mir wirklich leid. Hey, was machst du hier hinten? Oh, ich hab, mich verirrt? Klar, ich bring dich zurück zur Show, okay? Den hab ich schon. Moment, vielleicht kann ich mit diesem Jungen tauschen. Hey, Junge. Hey, ich hab den Comic, den du wolltest. Super, tauschen wir. Ich mache gern Geschäfte mit dir. Das war's. Ich hab alle. Jetzt nichts wie rauf zum VIP-Balkon.
Also ich muss sagen, ich finde die Stimmen gar nicht so schlimm. Ja, weil die Leute hier die ganze Zeit heulen wegen den Stimmen, den Stimmen, den Stimmen. Ich finde es in Ordnung. Ja, ist jetzt vielleicht keine Meisterleistung, aber es ist auf jeden Fall in Ordnung. Also mich stört es nicht. Mich stört es auf keinen Fall. Und dass wir jetzt hier nicht die Originalsprecher aus den Filmen haben, wieso das so ist, ich weiß, man weiß es ja nicht. Man weiß ja nie, was im Hintergrund läuft. Vielleicht waren die auch gar nicht zur Verfügung gestanden. Vielleicht haben die auch irgendwie Verträge. Direktor, sind Sie gar nicht besorgt, dass der Reaktor Ihres Helicarriers dieses Terrigen nicht zügeln kann? Wir wissen nichts über... Wir würden es nicht vorstellen, wenn es nicht absolut sicher wäre. Die Chimera sorgt für die Sicherheit und den Schutz der Avengers und von S.H.I.E.L.D., von beiden. Danke. Ach, Wahnsinn, das glaubt Bruno mir nie im Leben. Oh, hey, Kleine, sei vorsichtig. Oh. Okay. Ja, also wie gesagt, ich finde die Stimmen in Ordnung. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Originalsprecher deutlich mehr Geld wollen. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie Verträge haben, dass sie nicht alle sprechen dürfen. Was in Bezug auf Iron Man, Thor und so weiter ist. Man weiß es ja nie. Man weiß es nie. Peter, das ist der Aufzug zu deinem schicken Balkon. Benutz deinen Handyscan. Hast du... Sesam, öffne dich, Comic Overlords! Kablam, Baby. Kablam. Wir wollen heute zwei große Errungenschaften. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Zum einen... Freut mich, Peter. Psst, Cap spricht. Elfen geschrieben haben, die uns beeindruckender machen, als wir sind. Außerdem enthüllen wir eine neue, saubere Energiequelle. Terrigen. Das Zeug soll ziemlich stark sein. Erklären wird das jetzt der Mann, der es entdeckt hat. Dr. George Tarleton. Danke, Captain Rogers. Die Chimera wird von einem neuen Mineral betrieben. Terrigen. Vor 3 Jahren fand ich einen seltsamen Stein. Ja, in der Bucht von San Francisco. Nach einigen Tests war klar, dass dieses Mineral... Hallo San Francisco! Stadt der netten Leute, des guten Essens und der mangelnden Parkplätze. An der Sache mit den Parkplätzen arbeite ich. Schicke Tasche. Wow. Yeah! Haha! Oh nein, das sieht nicht gut aus. Wir müssen hier verschwinden. Komm! Klingt ziemlich groß für einen Unfall. Unfälle gibt es nicht. Thor. Tony, seht nach. Sofort. Bleib dran, ja? Mach den Quinjet klar. Für alle Fälle. Mach ich. Hast du gewartet? Ja, natürlich. Ich wollte dich aufholen lassen. Wow. Langsam wird die Sache richtig interessant. Beeilen wir uns. Na, geht doch. Thor, mach einen Weg auf der Brücke frei. Ei, ei. Los, los, los! Hier sind mindestens 30 bewaffnete Männer! Wir brauchen Verstärkung! Ihr seid unwürdig! Ihr seid unwürdig! Also bis jetzt gefällt mir das Spiel richtig gut. Jetzt kommt eine Stelle, die kennen wir leider schon aus der Beta. Und zwar hier das Gekloppe. Das Gekloppe, wo wir alle Charaktere halt so ein bisschen vorgestellt kriegen. Bam, bam, bam. Wie ist euer Status? Sterbliche in Gefahr. Und viele kleine wütende Männer mit Gewehren. Thor, danke für die Hilfe. Da sitzen Zivilisten fest, hinter der Barrikade. Verstanden. Bleibt hinter mir. Ich kümmere mich darum. Wir helfen dir, Thor. Ihr wollt mir helfen? Gut, das machen wir. In der nächsten Folge aber leider erst. Lasst eine Bewertung da, beim nächsten Mal geht's weiter. Danke fürs Zusehen.
und tschüss.